Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Kabarett und Kleinkunst hier bei uns im Studio. Ich darf wieder Gäste begrüßen. Und zwar Gäste, die noch lange nicht so bekannt sind, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und Sie wissen, wer in diesem Land bekommt schon das, was er verdient hat. Sehen Sie, der eine verdient eine Tracht Prügel, kriegt stattdessen einen fetten Ehrensold. Der andere... Die anderen reiben Sie an der Front, im Krankenhaus, im Altersheim auf. Und was bekommen Sie statt einer Lohnerhöhung? Einen kleinen Inflationsausgleich. 6,5% mehr Lohn im öffentlichen Dienst, das hört sich super an, ist aber auf 2 Jahre verteilt. Im ersten Jahr gibt es nur 3,5% mehr. Und wenn Sie davon mal die Sozialversicherungsbeiträge und die Steuern abziehen, dann landen Sie bei knapp über 2% netto mehr für die Menschen. Und das ist genau unsere Inflation. Das heißt, der ganze Arbeitskampf im öffentlichen Dienst inklusive Warnstreiks hat gerade mal dazu geführt, dass die Menschen nicht weniger im Portemonnaie haben als im Jahr davor. Das nennen die dann in der Presse einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und den muss man auch genommen haben, um sowas schreiben zu können. Als Ausgleich bekommt das Volk dafür den Bundespräsidenten, den es gewollt hat, den Bundespräsidenten der Herzen. Ich hätte ja so gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Mehrheit ist Mehrheit und das ist in der Demokratie auch gut so. In Deutschland geht Pathos immer noch vor Inhalt, meine Damen und Herren. Und jemand wie der Gauck, der das Pathos so schön knattern lassen kann, der muss sich einfach gar keine Sorgen um den Inhalt machen. Sehen Sie, mit Bestrahlung tötet man Tumorzellen. Mit Ausstrahlung tötet man Hirnzellen. Und Leute wie der Gutenberg und der Gauck, die sind im Volk beliebt, weil die haben diese Ausstrahlung. Da achtet überhaupt keiner drauf, was die sagen. Sehen Sie, so ein Westerwelle, der hat nie eine Ausstrahlung gehabt. Da hören die Leute zu und die gruseln sich. Der Westwell hat doch in seinen besten Augenblicken gewirkt wie so ein verkrampfter Oberstufensprecher. Und deshalb ja der Generationswechsel in der FDP, jetzt haben sie diesen Unterstufensprecher genommen. Da musste man sie erst mal umstellen. Ich meine, die Westerwelle konnte man hassen, den Rösler wollte man spontan ja erst mal so einen Arm nehmen. Dieser Bambi-Effekt, ne? Komm Kleiner, das ist alles nicht so schlimm, das wird schon, du wächst noch, was man so erzählt, wenn man eintritt. Aber jetzt nach einem Jahr wissen wir, der wächst nicht mehr. Auch nicht an seiner Aufgabe. Seinen Doktortitel hat er noch, aber nur, weil die Doktorarbeit von Rösler so dünn ist, dass er da nicht mal ein Plagiat drin verstecken könnte, meine Damen und Herren. Der Rösler glaubt, er hat die Merkel bei der Präsidentenwahl über den Tisch gezogen. Alles, was der erreicht hat, der hat die doch jetzt am Hals. Die Merkel ist doch in solchen Situationen völlig souverän. Die hat doch im Fall Gauck wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht an ihrer Meinung hängt. Die Merkel, die hat doch diese geniale Eigenschaft. Wenn alle vor ihr stehen, auf sie einreden, schimpfen und toben, dann dreht die Merkel sie um und sagt, die stehen hinter mir. Sie hat erst gedacht, es nützt ihr, wenn sie den Gauck verhindert. Und dann hat sie gemerkelt, es nützt ihr mehr, wenn sie den Gauck an die Macht bringt. Dabei interessiert die Merkel überhaupt nicht, was der Gauck innerlich zu bieten hat. Und es ist auch völlig unwichtig. Und der Gauck hat bei seiner Antrittsrede gesagt, er könne nicht alle Erwartungen erfüllen. Vielleicht erfüllt er auch nicht alle Befürchtungen. Das ist meine Hoffnung. Aber dann habe ich das erste Interview gelesen, da ging es direkt los. Er will die Bürger mit der Politik versöhnen. Ja, unser pathoslogischer Allgemeinplätzchenbäcker will die Bürger mit der Politik versöhnen. Das ist sehr rührend, Herr Gauck. Mit welcher Politik wollen Sie mich denn da versöhnen? Mit der Politik von Merkel oder mit der von Rösler? Die NPD macht auch Politik, oder? Und die Bild-Zeitung? Pastor Gauck, Sie können über Wasser gehen. Sie werden mich mit der Politik von NPD und Bild-Zeitung genauso wenig versöhnen können wie der von Merkel und Rösler. Das ist doch wieder mal Quatsch. Das ist doch genau dieses Gesabber. Bürger mit der Politik versöhnen. Der Gauck beherrscht von Natur aus diesen verbalen Durchfall, mit dem die Medien ständig unsere Hirne fluten, meine Damen und Herren. Aber der eine Hohlkopf schreibt es vom anderen ab. Genau wie die Politikverdrossenheit. Dieses ewige Rede von der Politikverdrossenheit der Deutschen. Sehen Sie, wenn jemand nicht mehr zur Wahl geht, dann heißt das doch nicht, dass er politikverdrossen ist. Dann heißt das, dass er nicht das Gefühl hat, da noch irgendeine Wahl zu haben. Vor allem die jungen Leute, die sind ja...
Die jungen Leute sind ja nur noch Politik verdrossen. Die interessieren sich ja für gar nichts mehr, außer für das nächste für Apple-Produkt. Deshalb engagieren die jungen Leute sich auch bei Attac oder bei Demos gegen Stücke 21 oder bei der Occupy-Bewegung, weil die so desinteressiert sind. Aber wenn sie als junger Mensch bei Occupy engagieren und gegen den Finanzkapitalismus demonstrieren, dann müssen sie sich von diesem Gaukler, der uns mit der Politik versöhnen will, anhören, dass solche Demonstrationen unsäglich albern sind. Sie sollen sich nämlich mit der Politik versöhnen, nicht selber darüber nachdenken. Hier ist keiner Politik verdrossen. Wir sind Politiker verdrossen, meine Damen und Herren. Und das völlig zu Recht. Unsere Politiker werfen sich regelmäßig von der Oppositionsbank aus das vor, was sie selber machen, wenn sie auf der Regierungsbank sitzen. Und jetzt bilden sie alle aus Angst eine Wagenburg gegen die Piraten. Vor denen haben sie Angst, denn da wird richtig diskutiert. Und das kann der deutsche Politiker gar nicht ertragen. Wissen Sie, was das Lustigste an der immer panischer werdenden Reaktion auf die Erfolge der Piraten in Umfragen ist? Menschen, die in ihrem ganzen Leben noch nie ein einziges Wahlprogramm gelesen haben, die schimpfen darüber, dass die Piraten keines haben. Ich weiß nicht, was sie beim letzten Mal gewählt haben. Ich will das auch nicht wirklich wissen. Aber ich wette mit Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, was die von Ihnen favorisierte Partei in Ihrem letzten Wahlprogramm zum Thema Bildung zu sagen hat, da können Sie nur mit den Schultern zucken. Kein Mensch liest Wahlprogramme, aber die Piraten sollen gefälligst eines haben, damit der Deutsche sagen kann, sowas lese ich nicht. Man hat uns daran gewöhnt, Gesichter zu wählen, keine Inhalte. Und etwas Inhaltsleereres als Merkel gibt es überhaupt nicht mehr. Die Frau hat dann auch bei jedem Thema nach ein paar Jahren das Gegenteil von dem getan, was sie vorher vertreten hatte. Wehrpflicht, Hauptschule, Mindestlohn, Rettungsschirm. Immer nach ein paar Jahren sagt sie, nö, wir machen das jetzt doch anders. Sehen Sie, wenn die Merkel das nächste Mal was vorstellt, soll man einfach sagen, Frau Merkel, prima, dann machen wir doch gleich das Gegenteil von dem, was Sie vorschlagen. Da sind wir langfristig auf der sicheren Seite. Nein, mit diesen Politikern und auch mit dieser Frau an der Spitze ist kein Staat zu machen. Ganz im Gegenteil.